InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Habt genug von euren Lügen. Bin in Griechenland. Kalispera! Österreicher will halt nicht mit Gelden gehen. Na ja, aber es ist unser eigenes. Ab 22. Februar kann ganz Österreich den neuesten Film Griechenland mit Thomas Stipsitz und Claudia Kottal sehen. Im Star Movie Read war schon am 15. Februar Vorpremiere. Der bis auf den letzten Platz ausgebuchte große Saal brodelte, als nach der Vorführung die Protagonisten den Zuschauerraum betraten. Waren die weiblichen Besucherinnen mehr am Film oder auch am frisch geschiedenen Thomas Stipsitz interessiert? Kommen Sie wegen dem Thomas Stipsitz oder wegen dem Film? Wegen beidem eigentlich. Ja? Der ist ja wieder auf Freiersfüßen. Ja, das weiß ich, bin mit meinem Motto. Ah. Kommen Sie wegen dem Film oder wegen Thomas Stipsitz? Wegen beidem, glaube ich. Ja. Ja. Der ist wieder auf Freiersfüßen. Wirklich? Okay. Brauche ich dann seine Telefonnummer? In der Live-Performance nach dem Film zeigte sich Griechenland-Fan Stipsitz auch als guter Entertainer auf der Gitarre. Jetzt will man's hören. Und irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen. Wir haben für immer fort. Darauf geht ihr mein Gott. Und wie euer Anruf vergeht. Irgendwann bleib ich dann dort. Was haben Gerd Steinbecker und Thomas Stipsitz gemeinsam? Ich glaube, die Liebe zu Griechenland, also das kann man uns, glaube ich, nicht absprechen. Wobei der Gerd natürlich mir was voraus hat, weil er halt schon älter ist. Ja. Aber ich fand es interessant, als mir der Gerd erzählt hat von seiner Griechenland-Liebe, warum das so passiert ist. Und beim Gerd war es auch Liebe auf den ersten Blick. Und bei mir war es genauso. Ja. Es war bei mir auch Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe dann... Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht engstirnig oder so. Ich habe nie wieder andere Urlaubsdestinationen gesucht, weil ich das Gefühl habe, ich bin auf diese Insel vereint so viele Dinge, die mir gefallen. Ja. Was hat da der Hauptdarsteller des Films gedacht, als er merkte, dass die Griechin nicht auf ihn steht? Nein, das war uns schon ganz klar. Ich bin ja ein Freund von einem sogenannten Asterix-Ende, ja. Also dass alle Figuren gut aus diesem Film rausgehen. Es gab Überlegungen ganz, ganz vielen Seiten. Ich fand es aber für die Rina-Figur, die für mich der Alexis Sorbas ist in diesem ganzen Film, wenn man das so vergleichen oder zitieren darf, das ist so eine starke Frau, die erstens einmal, und das ist auch Griechenland ein großes Thema, sich gegen die Männer aufsetzt und zweitens einmal nur eine homosexuelle Beziehung führt. Ja. Ich glaube, dass es dem Film nicht geschadet hat, dass wir halt zuerst in Windrad haben, dann haben wir ein Jahr, fast oder über ein Jahr gewartet und dann in Griechenland. Weil man darf ja nicht vergessen, wir haben so ein tolles Ensemble und das sind ja alles Leute, die haben ja auch was zu tun. Ja. Und da muss man echt der Produktion ein großes Kompliment aussprechen, weil natürlich haben wir auch gesagt, ja, dann voriges Jahr drehen wir es halt im Herbst. Ja, aber dann gibt es die Claudia Kottal nicht, dann gibt es den Andi Wittersek nicht, dann gibt es die Margarete Diesel nicht, es gibt den Kostas nicht, der den Griechen spielt. Und da haben wir einfach gesagt, nein, das wollen wir nicht. Dann warten wir lieber 5 Monate länger und trans down und wir haben genau das Ensemble, das wir haben wollen. Mona Seyfried spielte nach dem Riesenerfolg von Single Bells aus dem Jahr 1997 wieder mit Erwin Steinhauer. Mona Seyfried, eine große Geschichte war Single Bells. Das endete auf einer Karibikinsel oder Madagaskar oder Madeira. Ja, Mauritius war es. Mauritius. Jetzt war Griechenland an der Reihe. Gibt es Unterschiede oder sind ja 25 Jahre her? Ja, Wahnsinn. Natürlich gibt es da Unterschiede. Ist ja klar. Erstens mal mein Alter. So fängt das Ganze an. Man altert also, nicht, man wird nur reifer. Also, na gut. Und ganz andere Landschaften natürlich, andere Luft. Aber es war wunderbar zu arbeiten in Griechenland. Es ist einfach ein Traum. Man arbeitet zwar, aber es ist natürlich ein wunderbares Arbeitsklima.
Sie ergänzen sich ja optimal mit Herrn Steinhauer, ja. Wie auch schon damals. Ne? Ja, also mit Erwin verbindet mich, muss ich ehrlich sagen, eine 40-jährige Freundschaft. Wirklich 40 Jahre. Damals beim Werner Schneider haben wir es kennengelernt bei einer Sendung, die, ich glaube, meine Gäste und ich hieß das damals, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann haben wir eben Single Bass und Palmenbaum zusammen gemacht. Und seitdem sind wir befreundet. Und es macht immer Spaß, mit Erwin zu arbeiten. Wir funktionieren auch schon wirklich wie ein altes Ehepaar vor der Kamera. Neue, junge Talente sind da, die sich herauskristallisiert haben. Ein großer Aufwind für den österreichischen Film? Ja. Also ich muss sagen, ich bin begeistert vom, ich lebe ja nun in Deutschland und in Italien und ich bin sehr begeistert, wie Österreich mutig ist, viel mutiger oft als in Deutschland, Filme zu machen mit herausragenden Schauspielern. Claudia Kottal, derzeit eine der meistbeschäftigsten Schauspielerinnen Österreichs, wird auch die schönste Zahnlücke Österreichs genannt. Claudia Kottal, wie spricht man Griechisch, ohne es gelernt zu haben? Viel hören und dann irgendwie reinkommen. Ist das so, wie die Amerikaner hier auch mit unserem Deutsch umgehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die lernen ja kein richtiges Deutsch, weil jeder Englisch kann. Aber Ihre Karriere groß im Aufwind, so wie auch vom Stipsitz vor ein paar Tagen im Tatort in Deutschland, auch in Österreich zu sehen. Wie geht's weiter? Ich habe eine Serie gedreht, die neue Serie von Uli Bree, Biester. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das rauskommt. Ich bin aber nicht sicher, ob es noch dieses Jahr sein wird oder schon im nächsten Jahr. Aber das wird spannend. Wie waren die Dreharbeiten mit Stipsitz? Wundervoll. Es ist immer toll, mit Thomas zu arbeiten. Er ist so ein toller Kollege und so am Boden und super. Ein großer österreichischer Film, kann man das sagen? Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Herzkino, würde ich sagen. Wie schwierig ist es, so einen Film auf die Beine zu stellen, fragten wir den Produzenten. Kann man sagen, eine große österreichische Filmproduktion, die wir hier gesehen haben? Ja, schon. Also das Volumen war dementsprechend und bei Produktionen, die auch im Ausland gedreht werden, braucht man ein gewisses Grundvolumen, um das realisieren zu können. Es ist schon eine größere Produktion. Wie stellt man derartige Finanzierungen auf? Ja, mit starken Partnern, wie zum Beispiel der Österreichische Rundfunk, das Österreichische Filminstitut, der Filmfonds Wien. Was ich festgestellt habe, der Film mit dem längsten Abspann in Österreich. Ja, das ist ein sehr langer Abspann, weil sehr viele Leute tätig waren. Wir hatten ja zwei Drehblocks und dann haben wir natürlich noch in Griechenland gedreht. Das griechische Team war auch sehr umfangreich. Ja, um das sozusagen so hinzulegen, muss man halt schauen, dass man dementsprechend auch gut mit Menschen zurande kommt und das Team dementsprechend auch baut. Uli Höbling als Mediensprecher der Star-Movie-Kinos zu dem Riesenaufgebot in Ried. Großer Auflauf heute hier im Star-Movie, in den Star-Movies. Es war eine Tournee. Das war eine richtig große Tournee und ich glaube nach fast einem halben Jahr, gefühlten drei Jahren Dauernebel, den der oberösterreichische Winter so mit sich bringt, brauchen wir jetzt alles Sommer, Sonne und vor allen Dingen Griechenland. Der neue Film mit Thomas Stipsitz, der macht wirklich Urlaubslaune und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Star-Movie-Kinobesucher direkt nach dem Film ins Reisebüro geht und sich nach der nächsten Griechenlandreise erkundigt. Und jeder bekam noch sein Autogramm und sein Selfie. Glücklich, ein Foto mit Claudia Kottal bekommen zu haben? Ja, sicher. Sind Sie ein Verehrer von ihr? Ja, es war ein sehr angenehmer Film. Ja. Ab 22. Februar kann man in den Star-Movie-Kinos mitlachen und unterhalten werden. Du musst dich schon mehr durchsetzen gegen deine Eltern. Wir sagen ein Wort und du springst sofort. Ich spring überhaupt nicht gleich, wenn die was sagen. Mama? Ich bin gleich da. Hab genug von euren Lügen. Bin in Griechenland. Kalispera! Österreicher will halt nicht mit Gelden gehen. Na ja, aber es ist unser eigenes.